kann man einfach so künstlichen Zahnschmelz draufputzen. Also die mechanische Reinigung ist viel wichtiger als die Zahnpasta mit ihren Inhaltsstoffen. Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch darüber sprechen, was Hydroxylapatit eigentlich ist. Der sogenannte künstliche Zahnschmelz oder flüssiger Zahnschmelz, Zahnschmelz aus der Tube. Solche Begriffe habt ihr bestimmt alle schon mal gehört und in diesem Video erkläre ich euch, was es damit eigentlich auf sich hat, ob das Ganze etwas bringt und ob es besser wirkt als Fluorid. Hydroxylapatit ist der Hauptbestandteil des Zahnschmelzes. Zu etwa 95% besteht der Zahnschmelz aus Hydroxylapatit. Das hat sich die Zahnpastaindustrie zunutze gemacht und künstliches Hydroxylapatit, also sogenannten künstlichen Zahnschmelz, hergestellt und diesen dann in die Zahnpasta getan. Hydroxylapatit in der Zahnpasta soll Karies vorbeugen, es soll bereits angegriffenen kariösen Zahnschmelz reparieren, es soll bei schmerzempfindlichen Zähnen helfen, es soll die Zahnoberfläche glätten und es soll auch die Neubildung von Plaque und Zahnstein reduzieren. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob das Ganze wirklich so einfach funktioniert. Kann man einfach so künstlichen Zahnschmelz draufputzen? Laut Studien soll das Ganze ja funktionieren. Also es gibt Studien, die die Wirkungsweise von Hydroxylapatit belegen. Wenn man sich die Studien aber mal genauer unter die Lupe nimmt, wird man feststellen, dass ein Großteil dieser Studien nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die untersucht, inwieweit Hydroxylapatit Karies beeinflusst. Dabei hat man eine Probandengruppe, die Hydroxylapatit verwendet und dann die Kontrollgruppe, die kein Hydroxylapatit verwendet. Aber man hat die Kontrollgruppe über einen längeren Zeitraum untersucht als die Gruppe mit Hydroxylapatit. Insofern herrschen da natürlich ungleiche Bedingungen. Also bei der Durchführung der Studien treten Ungereimtheiten auf, sodass man die Studien eigentlich nicht verwerten kann oder nicht verwerten sollte. Unter den Studien, die die Wirkung von Hydroxylapatit belegen, sind auch einige Studien Äquivalenzstudien. Eine Äquivalenzstudie ist eine Studie, die letztendlich einfach nur belegen soll, dass ein neuer Wirkstoff einem alten, etablierten Wirkstoff zumindest nicht unterlegen ist. Also er muss nicht unbedingt besser sein, aber zumindest nicht unterlegen. Das Problem dabei ist, dass man einen vorher definierten Toleranzbereich einbaut. Und in diesem Toleranzbereich ist es also möglich, dass der neue Wirkstoff schlechter wirkt als der alte Wirkstoff. Aber weil es in diesem Toleranzbereich liegt, darf am Ende trotzdem gesagt werden, dass er genauso gut wirkt wie der alte etablierte Wirkstoff. Also in dem Fall geht es ja darum zu belegen, dass Hydroxylapatit mindestens genauso gut wirkt wie Fluorid. Wenn bei so einer Äquivalenzstudie aber zum Beispiel herauskommt, dass Hydroxylapatit schlechter wirkt als Fluorid, aber das in diesem definierten Toleranzbereich liegt, darf hinterher trotzdem gesagt werden, dass es genauso gut wirkt wie Fluorid. Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, ist, dass viele der Studien nicht unter den Bedingungen in der Mundhöhle durchgeführt wurden, sondern im Labor. Und Laborbedingungen kann man natürlich nicht eins zu eins auf die Bedingungen in der Mundhöhle übertragen. Also was im Labor funktioniert, muss noch lange nicht in der Mundhöhle funktionieren. Was bedeutet das also für dich? Wenn die Wirkung von Hydroxylapatit durch Studien belegt ist, dann muss man sich natürlich diese Studien mal anschauen und gucken, was das für Studien sind. Und dazu kann ich eben sagen, dass es erstens sowieso nicht besonders viele Studien dazu gibt über die Wirkungsweise von Hydroxylapatit, also die Anzahl der Studien ist sehr begrenzt und die Studien, die gemacht wurden, sind eben zu einem großen Teil nicht unter wissenschaftlichen Standards durchgeführt worden. Es sind zum großen Teil auch Äquivalenzstudien oder unter Laborbedingungen. Also aufgrund dieser Tatsachen ist nach aktueller Studienlage die Wirkung von Hydroxylapatit noch nicht sicher belegt. Hingegen die Wirkung von Fluorid in Zahnpasta ist in zahlreichen Studien mit sehr hoher Evidenz belegt. Darum ist Fluorid auch eine sehr wichtige Maßnahme in Bezug auf die Kariesprophylaxe. Dann gibt es beim Hydroxylapatit noch einen weiteren Punkt, den man genauer betrachten sollte. Hydroxylapatit gibt es sowohl als Nanopartikel als auch als Mikropartikel. In welcher Partikelgröße das Hydroxylapatit in der Zahnpasta vorliegt, müssen die Hersteller aber nicht angeben.
Einige geben es an, von vielen ist es aber auch nicht bekannt. So wie es aussieht, liegt das Hydroxylapatit in den Zahnpasten aber überwiegend als Nanopartikel vor. Und bei den Nanopartikeln ist nicht bekannt, welche Auswirkungen es auf die Allgemeingesundheit hat. Also das ist auch nochmal so ein Punkt, der noch nicht ausreichend untersucht wurde. Welche Auswirkungen hat Hydroxylapatit in Form von Nanopartikeln auf die allgemeine Gesundheit? Mir ist durchaus bekannt, dass auch Fluorid sehr zwiespältig diskutiert wird, dass viele Diskussionen auch hochkommen, welche Auswirkungen Fluorid auf die allgemeine Gesundheit hat. Offiziell gilt Fluorid in den Mengen, in denen es in Zahnpasta enthalten ist, aber als unbedenklich. Und aus meiner Erfahrung in der Praxis kann ich sagen, dass Fluorid auch funktioniert, also dass es als Prophylaxe-Maßnahme auch erfahrungsgemäß wirkt. Und insofern ist es meine persönliche Ansicht, dass ich auf jeden Fall bei Fluorid bleibe. Und ich persönlich bleibe eben dabei, einen Wirkstoff zu verwenden, der seit vielen, vielen, vielen Jahren etabliert ist, deren Wirkung in vielen, zahlreichen Studien belegt ist und der offiziell auch als unbedenklich gilt im Vergleich zu einem Wirkstoff, bei dem die Studienlage zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht ausreichend ist. Das mit dem Hydroxylapatit, also dem flüssigen Zahnschmelz, klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird. Aber bis dahin bleibe ich auf jeden Fall erstmal bei dem etablierten Wirkstoff, dem Fluorid. Was man letztendlich natürlich auch bedenken muss, ist, dass Fluorid oder auch Hydroxylapatit sowieso letztendlich nur Hilfsstoffe sind. Also generell Zahnpasta mit all ihren Inhaltsstoffen ist niemals so wichtig wie die mechanische Reinigung und auch letztendlich die Ernährung. Also die mechanische Reinigung, das heißt das Entfernen der Plaque mit Zahnbürste, Interdentalbürste und Zahnseide, ist viel wichtiger als die Zahnpasta mit ihren Inhaltsstoffen. Auch die Ernährung, die ja wirklich am Ursprung des Ganzen ansetzt, ist auch nochmal viel wichtiger als die Zahnpasta. Also bei der Kariesentstehung gibt es wirklich diese beiden Faktoren, die mechanische Reinigung und die Ernährung, die wirklich nochmal viel, viel wichtiger sind, als ob man nun Fluorid benutzt oder nicht. Denn man kann natürlich auch mit Fluorid Karies bekommen, man kann ohne Fluorid Karies bekommen. Also Fluorid ist nicht ausschlaggebend, es ist nur ein Hilfsmittel. Es senkt das Kariesrisiko, was aber nicht heißt, dass man keine Karies bekommen kann. Und wenn dich das noch näher interessiert und du wissen möchtest, was du dafür tun kannst, um keine Karies zu bekommen, um die Karies auch zu stoppen, falls du in der Vergangenheit schon häufiger mal Karies hattest, also was man genau gegen Karies tun kann und letztendlich auch gegen Zahnfleischentzündung und Parodontitis. Ich habe ein Coaching entwickelt, das Zahncoaching. Schau dort gerne mal rein. Infos bekommst du dazu unter www.zahncoaching.de. Und da erfährst du, was genau das ist, was ich da auf die Beine gestellt habe. Und da bekommst du alle weiteren Infos dazu. Schau dir in dem Zusammenhang auch gerne dieses Video hier an. Da wirst du auch nochmal erfahren, was es mit dem Zahncoaching auf sich hat. Und wenn dich nochmal meine Meinung zum Thema Fluorid interessiert, dann schau dir dieses Video an. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.